Wir haben lang getüftelt, aber endlich ist sie da und ich kann sie euch vorstellen, nämlich unsere handgemachte, bei uns mittlerweile im Shop verfügbare und für euch erwerbbare Icarus-Dudelleine. Gekommen, weil meine eigene Hundeleine nach 5 Jahren leider den Geist aufgegeben hat, total zerfleddert aussieht und ich auf der Suche nach einer neuen Leine war. Ich musste dann aber feststellen, dass ich so mit meinen Anforderungen an eine Leine in einem Zoofachgeschäft nicht so richtig glücklich werde. Und dann ging die Odyssee eigentlich los, denn die Entwicklung dieser Leine hat in der Tat fast ein halbes Jahr gedauert, denn dann waren eben die Fragen, aus welchem Material besteht die Leine, welche Karabiner benutzen wir, wie lang soll sie überhaupt sein, wie wird sie überhaupt gefertigt, und da haben wir ein bisschen rumprobiert. Am Anfang war ich total begeistert von Baumwollseilen, was auch klar ist. Es ist ein sehr günstiges Material. Es lässt sich super verarbeiten, das muss man wirklich sagen. Es sieht wirklich schön aus, finde ich auch, allerdings nicht allzu lang. Ich habe mir 2 Leinen gemacht und die mitgenommen und die sahen beide jeweils nach, eigentlich schon spätestens nach 3 bis 4 Wochen wirklich so unmöglich aus. Also haben sich so vollgesogen mit Dreck, waren wirklich schlecht sauber zu machen, dass für mich das Material eigentlich nicht in Frage kam. Denn ich will eigentlich wieder eine Leine haben, die ich mindestens 5 bis 6 Jahre, gerne auch länger benutze. Und dann bin ich zufällig über das Material Kletterseil gestoßen und meine Liebe war entfacht. Denn das Kletterseil gibt es wirklich in schönen Farben. Es liegt super in der Hand, was klar ist, es ist Kletterseil. Es ist dafür gemacht, dass man eben nicht abrutscht, es super in der Hand halten kann. Und es ist nicht schmutzanfällig, was mir wirklich auch sehr, sehr wichtig ist. Und wenn es mal schmutzig geworden ist, kann man es einfach unter fließendem warmem Wasser abwaschen und dann war es das auch. Die Leine trocknet unglaublich schnell. Sie wird nicht schwer, wenn sie nass wird. Und ich finde, so ein Kletterseil macht schon was her und hat halt super zu uns gepasst mit unserem Wandern und unglaublich gern Outdoor sein. Was mir unglaublich wichtig war und weswegen ich in diesem Zoofachgeschäft nicht wirklich glücklich war, ist eben die Haltelasche, bei der mir unglaublich wichtig ist, dass sie dick ist und wirklich gut in der Hand liegt. Und gut in der Hand liegen heißt auch, dass es an der Stelle ein gewisses Gewicht hat. Die Leine ist nicht schwer, das kann ich nicht sagen. Und damit sie eben noch besser in der Hand liegt, haben wir darauf geachtet, dass das Seil hier doppelt gefasst ist. Das haben wir extra so bearbeitet, damit sie eben gut in der Hand liegt. Selbst wenn der Hund mal zieht, hat man hier einen wirklich sehr guten Griff. Und ich mag es ja wirklich gar nicht, wenn ich unterwegs bin und die Leine hier immer so rausfallen will. Deswegen hier ein Karabiner verarbeitet an der Halteschlaufe, der natürlich auch gut dafür da ist, um den Hund irgendwo anzuleihen. Das heißt einfach abmachen um den Pfahl zu und der Hund ist angeleint. Wir bieten die Leine erstmal nur in diesen 2 Farben an, also in rot-blau gestreift und, naja, das würde ich so fast kariert bezeichnen, in grün-gelb. Weitere Farben wird es erstmal nicht geben. Wie gesagt, wir wollten das erstmal anfangen, gucken, wie es bei euch überhaupt ankommt, bevor wir hier 20.000 Materialien rumliegen haben. Was wir aber gemacht haben, ist neben diesen 2 Farben auch noch verschiedene Karabiner anzubieten. Die beiden sind jetzt hier in Messing und große. Dann haben wir noch große in Silber und für die kleinen Hunde haben wir auch noch kleine Karabiner in Silber. Die Leine hat eine Gesamtlänge von 1,50 Meter. Das hat sich bei uns auch herausgestellt. Das ist die optimale Länge, zumindest für uns. Und die Leinenlänge bemisst sich dann vom Anfang des Karabiners über die ganze Strecke bis zum Ende der Handschlaufe. Da wir die Leine für euch in unserer Werkstatt handfertigen, könnt ihr natürlich auch gerne ins Kommentarfeld schreiben, wenn die Leine kürzer bei euch sein soll. Das machen wir sehr, sehr gerne. Länger geht im Moment nicht, aber kürzer könnt ihr ruhig angeben. Da orientiert ihr euch am besten an eurer eigenen Leine. Wenn euch das wichtig ist, dass diese Leine dann genauso lang ist, könnt ihr einfach abmessen, weil ich schon weiß, dass man sich so auf eine Leinenlänge sehr einschießt und es am Anfang ein bisschen, naja, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig ist, wenn die Leine auf einmal sehr viel länger oder sehr viel kürzer ist. Falls ihr euch jetzt fragt, ist die Leine denn eigentlich auch was für kleine Hunde? Der Einwand ist natürlich berechtigt. Natürlich haben wir die Leine so konzipiert, dass sie für große Hunde prima passen und für unsere Hunde natürlich perfekt passen. Tamara mit ihrem Hund Paul hat aber schon so eine Leine bestellt. Und Paul ist auch nicht sonderlich groß. Ich blende euch mal Bilder ein. Und Tamara hat auch geschrieben, dass sie sehr zufrieden mit der Leine ist. Von daher denke ich mal, dass es so ab Pauls Größe schon okay ist. Natürlich ist die Leine bei kleinen Hunden ein bisschen wuchtiger, ist ganz klar. Kleiner sollte der Hund dann wahrscheinlich auch nicht sein. Ich denke mal, für einen Chihuahua ist das dann wahrscheinlich doch etwas zu viel des Guten. Aber ich denke mal, ihr könnt euch auch selbst orientieren, ob die Leine für euren Hund zu wuchtig ist oder nicht. Ich bin sehr gespannt, wie die Leine bei euch ankommt. Ich bin ein Riesenfan von meiner eigenen Leine. Haha, was soll ich auch sonst sagen? Aber es ist so. Ich werde sie auf jeden Fall sehr, sehr lange benutzen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ihr euch für die Leine interessiert, dann schaut gerne in unserem Shop vorbei. Ich verlinke euch den in der Infobox.
auch wenn ihr uns unterstützen möchtet, ist das eine prima Möglichkeit. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Video. Tschüss!